Wow. Nur für mich. Das wäre auch nicht nötig gewesen. Musik. Und damit sind wir im Endgame, würde ich sagen. We're in the Endgame now. Wo ist denn ein Paar? Ist wirklich ein Paar so? Okay. Oh, die Zähne. Die machen mich körre. So, auf geht er. Monster Sale, Jungs. Nur Gästeliste. Wenn Ihr Name nicht auf der Liste ist, kommen Sie nicht rein. Du verarschst mich, oder? Bruder, weißt du, wer ich bin? I mean, no offense, aber weißt du, wer ich bin? Mal sehen. Nein, nein, falsch. Bane. Hier steht's. Batman. Das stimmt, weil T nach, also N vor T kommt und Bane deswegen auf der Liste höher ist. Alles fett im Schritt. Ihr seid noch alle sehr enthusiastisch dafür, dass ihr später nachher alle entweder einen Zellenblock sein werdet oder mit gebrochenen Rippen auf der Intensiven. Nichtsdestotrotz gehen wir mit der Besucherraum. Okay. Bist du aufgeregt? Na, Mr. J? Ich meine, wir haben die ganze Nacht darauf hingearbeitet. Sag mir nicht, dass du dich nicht darauf gefreut hast. Riesig sogar. Wirklich riesig. Ich schon, ich war außer mir vor Freude. Ja, ja. Überraschung! Was? Alle meinten immer, ich solle zum Fernsehen. Das willst du nicht verpassen. Echt. Das wird ein Kracher. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Eieiei. Ich hätte vielleicht nicht so nah an der Scheibe stehen sollen, bin ich ehrlich. Na, wann kommt der Schlag ins Gesicht? Gar nicht? Willst du mir sagen, das bleibt aus? Ich folge dir einfach, kein Problem. Gar kein Problem, Joker. Eieiei. Oh. Ultra-Instinkt einfach gekickt. Zweimal. Boah. Son Goku, was kannst du eigentlich? So macht man das. Nein, Spaß. Aber. Oi. Das war wild. Zusammenschlagen, Scarecrow an Croc verfüttern, Harley fertig machen, was übrigens mein Hobby ist, und alle meine schönen Venom-Pflanzen ruinieren. Es ist vorbei. Ich bin ein Artist, was willst du sagen? Vorbei? Wieso, mein lieber, vom Wahn besessener dunkler Ritter? Es hat noch nicht mal angefangen. Wir haben schon mal gegen zwei Typen mit Venom gekämpft. Glaube ich. Die hier sind gepanzert. Na los. Musste da
Bin da auch richtig hingesprungen. Na gut, okay. Härter. So. It is time. Der Bengel wird verprügelt, ich sag es euch. Hey, trifft doch mal irgendwas jetzt. Ja, mach mal nicht so einen Quatsch. Ja, ja. Aua. Hab's vergessen. Ihr seid ja... Aua. Ja, Mann. Es sieht nicht gut aus für uns. Aber wir kriegen das hin, weil wir sind The Dark Knight. Schnell hin, aber schnell! So, wir sind kritisch. Sei nur mal ganz kurz gesagt, wir sind sehr, sehr kritisch jetzt gerade. Bruder, ich wollte den anderen angreifen, ich schwöre es. Och, Mann! Oh, ist das nicht süß, die kleine... Ich werde von diesem Spiel so gebullied, das ist der Shit. Na los, komm rangestürmt. Komm schon. Ihn halt. Nein, 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 nein. Mach mal nicht. Mach mal nicht. Genau. Genau. Aua. Meine Schläge kommen auch. Gezimmert kommen die. So. Das war eine knappe Kiste, werde ich nicht lügen.
gern. Gar kein Thema. Na los. Wir sind gleich durch, Kollege. Ab dann wird das Leben nur noch leichter. So. Epischer Finisher. Na? Gut gemacht, Batman. Du verdienst einen Preis. Dein alter Freund, der Commissioner Gordon. Oh, nee. Also, er sieht ganz schön runtergekommen aus. Den sollten wir aufpeppen. Batman. Oh, nee. Raus damit. Jetzt geht's los. Jetzt habt ihr gleich viel Spaß, Kinder. Du widersetzt dich der Veränderung. Das ist nicht fair. Komm schon, gib auf. Der hat gesessen dann. Willst du mit harten Bandagen kämpfen, Batman? Ja? Deine Sache. Kitzel, kitzel. Oh, du ruinierst mir meinen großen Abend. Das war der Plan. Der Planung zunichte gemacht. Ich wollte doch nur deine grimmige Maske runterreißen und dich noch einmal die Welt sehen lassen, wie sie ist, während du blutend in einer Ecke vor dich hinkickerst. Aber sogar das hast du mir verwehrt. Ich ja. Habe nichts, wofür ich lebe. Eieieiei. Der Typ wird gleich einfach komplett eskalieren. Die Anstalt von Arkham bleibt verriegelt. Der Jack Ryder Show. Na los, Jack, erzähl uns die Story. Noch. Noch. Eieieiei. Der schaut ja ganz wild aus. Das wird schon. Mach dir keine Sorge. Also, für alle, die sich wundern, so kann man mit Steroiden auch übertreiben. Das vorher mit 1 und Déjà-vu. Nein, hier ist es. Du hast das Gegenmittel an dich selbst verschwendet? Na, das ist doch mal witzig. Aber du hast mir trotzdem den Spaß verdorben. Dafür werde ich Arkham mit deinem Blut bemalen. Let's get Alles klar. Ready to tango! Entschuldige mich, Bats. Kommt rein, Jungs. Ich habe ihn schon für euch weich gekocht. Natürlich. Und Ringrichter, wie ging die Runde Ihrer Meinung nach aus? Sprechen Sie lauter! Der arme Jim. Wir haben dich gleich, Gordon, keine Sorge. Ey, ich bin doch ausgewichen, ich schwöre es. Thank you.
PS so gerne. Gottes Willen. Bewohner von Gotham, genießt diesen Abend. Es wird euer letzter sein. Gebt ihm eine Abreibung von mir, Jungs. Er langweilt mich. Ich glaube, es ist eine einstimmige Entscheidung, dass ich der Größte bin. Oh ne. Ich habe legit keine Ahnung mehr, wie man diesen Bossfight machen muss. Das ist alles höchst problematisch gerade. Als ob er die jetzt runterzieht, so. Kein Problem. Ja, gut. Eine Maniküre wäre sinnvoll gewesen. Oha. Okay. Okay. Zeig mir deine besten Schläge, Bats. Brauchen dich. Kommt, Jungs, haut ihm ein paar rein. Ich muss mich an die Stadt wenden. Na, wenn du meinst. Und Ringrichter, wie ging die Runde Ihrer Meinung nach aus? Was? Sind Sie lauter? Bam. Oh Gott, er schießt. Er hat scharfe Munition. Hallo? Ich gebe dir was für die Morgennachrichten, Gotham! Komm runter da! Was machst du da? Los! Dafür wirst du sterben, Pets! Wäre ich das nicht eh in jedem deines Szenarios? Da hilft doch nichts. Lass mal sehen. Wir laufen ganz schnell im Kreis. Ganz schnell im Kreis. Bin gleich wieder zurück, Bats. Du warst die ganze Zeit immer weg so, hä? Egal. Komm rein, Jungs. Mach ihn für mich fertig. Na gut. Und Ringrichter, wie ging die Runde Ihrer Meinung nach aus? Was? Sprechen Sie lauter! Oh Gott, Gordon! So. Verdammt mich einer. So, komm runter da. Das ist die letzte. Mein Junge. Oh. Oh. Aua. Ich kann's vertragen. Ich kann alles einstecken, was du austeilst, Bats. Ja, noch. Du kannst mich nicht besiegen. Ich werde gewinnen. Bereit zur nächsten Runde? Immer. Was? Ich werde dich niemals gewinnen lassen.
Niemals! Niemals! Oh, der Hoch des Todes, Junge! Ja, das verstehe ich. Danach steht auch nichts mehr auf. Danach steht wirklich absolut nichts mehr auf. Unser Rand ist zwar jetzt im Eimer, aber dafür haben wir ihn aufgehalten. Und nur das zählt. Mir geht's gut, Barbara. Das GCPD kontrolliert endlich die Anstalt. Die Ärzte behandeln die Verletzten, aber so wie es aussieht, dauert das. Wie immer. Alle Superverbrecher sind wieder in Haft. Yep. Da drin herrscht ein ganz schönes Chaos. Und die durch hat doch nie aufgehört. Die Insassen werden wieder normal. Obwohl für manche der Prozess schmerzhaft wird. Und Dad, wie geht's dir? Ich überleb's. Wir sehen uns heute Nacht, Barbara. Blöde Sache, das mit deinem Auto. Kann ich dich mitnehmen? Danke, Jim. Ich komme alleine klar. Ruh dich aus. Du verdienst es. Sei vorsichtig, Jim. Wir sind unterwegs. Denn wir sind der dunkle Ritter. So und nicht anders. Developed by Rocksteady Studios. Na? Wo kommt er gleich? Moment. Auf einen Namen piche ich gerade ganz doll. Und zwar auf den Synchronsprecher von Batman. Das wird jetzt, by the way, in jedem Spiel so sein, wenn ich die Arkham-Serie weiterspielen werde, dass ich auf den Namen warten will. Denn, ob ihr es glaubt oder nicht, aber Kevin Conroy hat sehr, sehr, sehr viel ausgemacht für dieses Franchise. So lange, so umfältig. Das ist der Wahnsinn. Ansonsten ist das, was man mit Oldtime bezeichnet als einen großartigen Start in eine geniale Trilogie. An der gibt es nichts auszusetzen, wie ich finde. Die ist so, so, so gut. Das Einzige, worüber wir dann nicht reden, ist über die Gotham Knights. Ich fand, das Spiel war nicht schlecht, aber es wurde nicht ganz dem Arkham-Niveau gerecht, so. Deswegen. Aber ich bin auch pingelig, was das angeht, deswegen jedem Designe und euch ist natürlich euer Urteil genauso recht und frei. Ne? Keine Frage. Das nächste, was mich an diesen Spielen, aber auch, man muss auch sagen, bei den Arkham-Spielen halt natürlich auch gewisse Kritik. Und das, was mich halt persönlich stört, ist die Rätselgeschichte mit dem Riddler. Und zwar, klar, es hat irgendwo seine Sinnhaftigkeit, dass man so Rätsel macht, in dem Falle. Es passt doch zu dem Charakter. Problem ist leider nur, wenn es zu viele werden, das überwältigt einen. Und ich weiß, es gibt Spieler, die sind so, die wollen alle Nebenmissionen collecten und so weiter. Aber wenn ein elementarer Grundstein der Nebenmission dann ist, dass du so dich ewig lange auf der Map mit Rätseln, mit Suchen, mit Grinden in dem Fall so mehr oder weniger beschäftigen musst, so in dem Falle, ist das ehrlich gesagt nichts für mich. Beziehungsweise so nicht. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die stehen da drauf. Ja. Das sind dann wahrscheinlich so die Diehards. Und ich werde sie auch garantiert nicht verübeln können. Auf keinen Fall. Gucci. Aber bis dahin würde ich mal sagen, dass wir das meiste für heute damit dann durch haben. Beziehungsweise, Moment. Ich habe die Möglichkeit zu überspringen. Wir werden es mal tun. So. Denn ich will noch den Abspann sehen. Keine Frage. Natürlich. Natürlich. Ups. He'll be back. Oha, Wahnsinn. Die Herausforderung sehe ich mich persönlich auch nicht. Also, wirklich nicht. Müsst ihr euch leider einen anderen, guten, besseren Kanal, davon gibt es sehr viele übrigens, reinziehen, die das machen. Bei mir steht es leider aktuell nicht in den Sternen. Jetzt aber bin ich tatsächlich ganz froh, weil ich wollte Batman Arkham Asylum um Halloween rum fertig kriegen. Das ist damit vollführt. Und als nächstes wird es weitergehen mit Assassin's Creed 1. Da will ich weiter ein bisschen meine Zeit reinstecken, weil das Spiel doch recht umfänglich ist. Und danach
Mal sehen. Schreibt mir bitte auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr vielleicht gerne sehen wollen würdet, so worauf ihr Bock hättet. Ich bin gerne für Vorschläge offen, insoweit es mir auch irgendwo zusagt. Natürlich, weil ich sage auch immer, an erster Stelle muss auch irgendwo mein Spaß damit spielen. Aber generell wäre ich sehr, sehr froh über sämtliches Feedback, was ihr mir gebt. Und bis zum nächsten Let's Play dann. Hoffe ich, dass es euch gut geht. Genießt den schönen Abend und bis dahin, habt die Ehre.